Hallo, mein Name ist Philipp Meichenitsch, ich bin PGA Teaching Professional am Grazer Golfclub in Thal bei Graz und heute möchte ich für dich herausfinden, was der Unterschied wirklich ist zwischen einem aktuellen Driver, bei mir wird es mein TaylorMade M2 aus dem Jahr 2016 sein, der aber immer noch in meinem Bag ist und meinen M4 Driver von TaylorMade wieder ersetzt hat, der noch besser geht. Also der Unterschied zwischen diesem Driver, also meinem aktuellen Driver, der für mich wirklich perfekt ist und eben, ohne jetzt zu lange von meinem Driver zu schwärmen, einem Driver, der mindestens 15 Jahre alt ist, einem Titleist 975D, der damals für mich, ich kann mich jetzt noch gut daran erinnern, einer der besten, wenn nicht der beste Driver zu dieser Zeit war. Also heute möchte ich wirklich für dich herausfinden, ob es wirklich notwendig ist, einen Driver, wenn er mal ein wenig in die Jahre gekommen ist, zu wechseln oder ob der Unterschied doch nur marginal ist. Also, wie bereits erwähnt, heute geht es um den Unterschied der beiden Driver. Angefangen habe ich meine ersten Schläge mit dem TaylorMade Driver von mir, weil ich ihn einfach gewohnt war oder bin und den Driver irrsinnig gern habe. Danach habe ich ein paar Bälle mit dem Titleist 975D aus dem Jahr 2002 geschlagen und wollte einfach herausfinden, ob jetzt wirklich so viel Unterschied ist, dass man sich, naja, einen neuen Driver um knapp 600 Euro wirklich kaufen muss oder ob es dann der alte, unter Anführungszeichen, doch noch tut. Und was mir sofort aufgefallen ist, natürlich auch ein wenig deshalb, weil man damals mit viel, viel weniger Loft gespielt hat, dass der Driver von Titleist, da er nur 7,5 Grad Loft hat, viel, viel flacher weggeht als mein TaylorMade mit 10,5 Grad Neigung. Bei guten Treffern allerdings, muss ich sagen, ist der Unterschied gar nicht so groß wie erwartet. Man sieht die Distanzen an sich, unterscheiden sich jetzt gar nicht so extrem, wie man vielleicht in erster Linie vermuten würde. Und naja, da das nicht der ganze Test sein kann, habe ich mir gedacht, ich versuche jetzt noch bewusst den Ball ein wenig schlecht zu treffen, unter Anführungszeichen. Und ich möchte mir einfach anschauen, was passiert bei schlecht getroffenen Bällen und wie wirkt sich das auf den Ballflug aus. Dann ist hier genau eines passiert, das habe ich mir natürlich eh erwartet, ein wenig um ehrlich zu sein, nämlich das, dass bei schlecht getroffenen Bällen der Titleist Driver aus dem Jahr 2002 einfach viel, 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 viel weniger verzeiht und mein aktueller Driver einfach dann den Ball doch viel, viel besser im Spiel haltet. Eben auch bei Bällen, die man toppt oder eben seitlich auf der Schlagfläche trifft. Abschließend natürlich kommt jetzt ein kleines Resümee von mir. Soll man sich einen neuen Driver kaufen? Ja oder nein? Und die Antwort von mir ist ein klares Jein. Was meine ich damit? Da geht es einfach darum, wenn der Driver 2-3 Jahre alt ist, dann glaube ich, sollte er einem liegen, ist überhaupt kein Bedarf da, den Driver zu wechseln. Ist der Driver allerdings, so wie dieser in meinem Fall hier, schon 10 oder 15 Jahre alt, dann kann ein neuer Driver durchaus Sinn machen und wird dein Spiel wesentlich verändern und zwar positiv. Das heißt, hast du einen sehr, sehr alten Driver, geh zuerst einmal raus und probiere einen neuen oder die neuen aktuellen Modelle aus
dann wirst du sofort merken, irgendeiner wird sich als dein Favorit herauskristallisieren, unter Anführungszeichen. Irgendeiner, vielleicht gefällt er dir am besten, vielleicht fühlt er sich am besten an, was auch immer es sein mag, es wird immer einen Favoriten geben. Und dann geh zu einem Clubfitter, der dir hilft dabei, es kann ein Pro sein, ein professioneller Clubfitter oder was auch immer, der dir hilft dabei, den richtigen Loft und die richtige Länge deines Schaftes zu finden, um wirklich ein perfektes Trefferbild zu kreieren. Und dann wirst du eh merken, ob jetzt der neue Driver besser geht oder ob vielleicht der alte Driver gleich gut geht, dann natürlich würde es wenig Sinn machen, den Driver zu wechseln. Wobei ich die Meinung vertrete, ist ein Driver eben älter als 10 Jahre alt, macht es definitiv Sinn, einen neuen Driver zu kaufen, und ist der Driver, naja, erst 2-3 Jahre alt, dann heißt es probieren. Probieren, ob ein neuer Driver nicht besser geht, dir besser liegt, einfach die Werte anschauen, ob die Schlagdistanz natürlich weiter ist, ob du vielleicht den Ball besser im Spiel halten kannst, was auch immer es sein mag, es muss irgendwas besser sein, damit sich der Kauf lohnt. Ja, abschließend möchte ich mich wie immer wahnsinnig bei dir fürs Zuschauen bedanken. Hoffe, dass du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und solltest du neu auf meinem Kanal sein, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du ihn abonnierst und auf die Glocke klickst, um kein aktuelles Video mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag, ein schönes Spiel. Ciao.